Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man hier solche Knöpfe selber beziehen kann. Dafür braucht man hier diese Leerrohrlinge. Die sind jetzt 20 mm, das gibt einen 2 cm Knopf. Und hier dieses Knopf machen. Das kann man auch so kaufen online, kostet so 20 oder 30 Euro rum. Und das hilft uns jetzt, den Knopf zu machen. Als erstes nehme ich mein Stück Stoff. Schneide ein 4 x 4 cm großes Stück, so ungefähr so. Dann kann ich hier die Ecken wegschneiden, dass ich dann ein Achteck bekomme. Jetzt nehme ich hier den Knopf machen und tue hier dieses Teil rein. Dann kann ich hier meinen Stoff nehmen, umdrehen und draufsetzen und hier diese Teil nehmen, so draufsetzen. Und ich habe hierfür ein Stück Holz gemacht, dass man hier genau reinpasst und draufdrucken kann. Dann kann ich hier als nächstes dieses Teil nehmen. Und das kommt oben drauf und ich muss es ein bisschen drehen. Jetzt nehme ich die Rückenteil vom Knopf und tue es hier drauf. Dieses Teil kommt oben drauf und jetzt muss ich nur noch klopfen. Jetzt nehme ich ein Brett unter drunter und nehme Hammer und Kopf hier ganz stark drauf. Und jetzt sollte der Knopf fertig sein. Wir nehmen das Oberteil ab und es sitzt ziemlich stramm drin. Darum nehme ich mein Stück Holz wieder und drücke von hinten. Und raus kommt eine fertige Knopf.